Und da der Chico heute Geburtstag hat, haben wir natürlich auch ein Geschenk für ihn. Was er jetzt auspackt. Das wird Spaß machen. Ja. Mhm. Das dauert wieder heute. Ja, ist okay. So trennen wir gerade, ne? Das TikTok hat installiert. Ich hab Angst. Ach komm. Zitter nicht. Ab 30 kann man zittern. Ah, was ist denn das? Meine Aschenbechergläser. Genau. Aufsetzen. Aufsetzen. Ey, na, ich hab mir ganz viel Mühe gegeben. Sei auch vorsichtig. Yay! Ich hab's jetzt morgen, wenn ich zu euch komme. Genau. In der Hand kann ich wohl die Stimmung gucken. Kommt auf Ideen. Ja, ich heb ja die Vorlaufen, ne? Mein Sohn. Mit Arbeit hat man Geld, aber keine Zeit. Ohne Arbeit hat man Zeit, aber kein Geld. Erwachsensein ist verrückt. Er hat's verstanden. Es ist doch so. Das Unglück bringt, wenn dir eine schwarze Katze über den Weg läuft, hängt doch davon ab, ob du eine Maus oder ein Mensch bist. Seitdem ich keinen Kaffee mehr trinke, bin ich immer nur noch müde und gereizt. Papa, dann trink endlich Kaffee. Deine Lösung. Das Wandern ist des Müllers Lust. Warum bleibt ihr so weit zurück? Habt ihr keinen Bock mehr? Könnt ihr nicht mehr? Seid ihr kaputt? Was ist denn hier los? Wir genießen die Umgebung. Ihr seid schon völlig im Eimer. Und die Ruhe ist Leute, so die toll. Sind schon im Eimer. Und das nach 1,6 Kilometern. Ey, du fette Hupe. Du bist wie eine Waschmaschine. Dürfte ich dich heute Abend eigentlich mal anschmeißen? Wegen dem Waschlappen? Schmeiß ich bestimmt keine Maschine an. Oh, oh toll. Ja. Voll verkackt. Ja. Luis! Ja? Sag mir einen Satz mit Weihnachtsfest. Der Elch hielt sein Weihnachtsfest. Oh ey. Dein Ernst? Ja. Wenn eine Frau was sagt, hat das nichts damit zu tun, dass sie dich nicht gehört hat. Sie gibt dir nur die Chance, das zu ändern, was du gesagt hast. Was? 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 Oh, ey. Ja, ich weiß, es warten immer alle da drauf. Aber ich wollte euch nochmal einen Tipp geben. Wenn euer Telefon nicht klingelt, dann war ich es. Leute, wenn ihr eine Freundin wollt, stellt euch einfach bei IKEA in die Dekoabteilung hin. Frauen nehmen da jeden Scheiß mit. Dein Ernst? Ja. Bei IKEA? Jeden Scheiß. Einfach nur da hinstellen. Jemanden Action. Oder da. Die machen Konkurrenz. Hallo! So blöd kann keiner sein! Wer eine Frau sucht, die einem das Wasser reichen kann, der muss auch Alkohol einkalkulieren, dass sie dir damit den Kopf wäscht. Wer in einer Beziehung zwischen Mann und Frau das Sagen hat, ist ganz einfach. Der mit den größeren Brüsten. Wer kommt denn da von der Arbeit? Wer versteckt sich da? Wer kommt denn da telefonierend von der Arbeit? Kaffee, Kaffee!
Nee. Also die Frage, die ich mir heute stelle, wie durch kann man drehen?